Mir. Wo soll ich denn das her holen? Ja, nimm mal Avataren und Avatare an. Liebe Mitmenschen, ich bin jetzt hier in Dreieich und das ist ja in Hofern. Man sieht es vielleicht im Hintergrund. Das ist das Bürgerhaus. Und da ist der Wuchern. Ne? Das klingt so neutral nach Wuchern wie Fischer und ist es auch, aber es hat einen sehr eindeutigen Schwerpunkt bei Fantastik, Science-Fiction-Fantasy, alles so drumherum. Ich hatte mir überlegt, ich bin mal hergekommen, als ich hier gestanden für mein eigenes Buch konnte ich hier natürlich nicht wirklich machen, weil es passt ja nicht so ganz. Ne? Kommt ab und zu mal ein Detail drin vor, wie ich selber seinerzeit Interesse an Science Fiction und Fantasy und Ähnlichem bekommen habe. Aber es ist ja eine Autobiografie notdürftig getarnt als autobiografischer Roman auf Rat meines Anwaltes. Ne? Ich gehe mal ein Stück hier hin, in der Hoffnung, dass ich noch ein scheißes Plakat finde, was ich, ist auch nicht verkehrt. Und Süßhorn. Hier oben, da sieht man es verschiedenes, ne? Auf den Monitoren. Da ist ein schönes Plakat. Ich komme da eigentlich ganz gerne her, weil es ist immer recht angenehm, eine größere Gruppe von Menschen drumherum zu haben, die eine ähnliche oder zum Teil sogar fast gleiche Form des Wahnsinns pflegen und pflegen und pflegen, wie man selber. Das ist angenehm. Die sehen auch alle ganz unterschiedlich aus. Ne? Und das ist ja auch nicht verkehrt, weil so ist es ja. Ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur noch erzählen, dass ich hier auch einige Leute getroffen habe. Also interessante Persönlichkeiten, sympathische Persönlichkeiten und auch solche, auf die beides zutrifft. Auf dem Thema ja, vielleicht nicht. Und es findet hier statt in allen möglichen Gebäuden und im Keller und so weiter. Jetzt nochmal zu den Leuten. Also natürlich, ja, Thorsten Schüfer, den habe ich natürlich auch eine Lesung gesehen. Ich war sogar noch in einer zweiten Lesung, wo die Gabriele Behrendt natürlich dabei war und auch der Nadine, ne, ihr wisst schon, ne, ich hab's bereit, ich zeig euch auch noch das Buch nachher, ne? Natürlich, der Achim Schöfer. Gabriele Behrendt, ich immer sehr gern in Second Life, ne? Da hast du schon oft Lesungen gemacht, schreibt auch sehr interessante Sachen. Und von Achim Schöfer war versprochen, er würde in seinem Anthologie-Beitrag in dem
Buch hier, ne, das, da würde er einen Rundumschlag, gegen fast alle Religionen führen. Ne? Da habe ich gedacht, das könnte eventuell mal ganz gut sein für meinen Kreislauf, dass ich mich vielleicht ein bisschen aufrege darüber, wenn ich das lese. Jeden Tag zweimal so 130 wurde ja vor einigen Jahren in einer Kampagne sogar mal vom Gesundheitsministerium beworben. Ne? Ich habe das auch offen zugegeben, noch im Anschluss an die Lesung, dass ich zwar keiner Kirche und Religionsgemeinschaft und Sekte angehöre, aber eben auch nicht sehr, sehr Atheisten. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ich da lesen werde. Ne? Und habe dann immerhin mal dieses eine Buch gekauft. Ich habe auch noch die fantastische Nadine Federfunken begrüßen dürfen. Ne? Die mag ich auch gut leiden. Und ihren Partner, den habe ich leider nicht sofort erkannt, obwohl ich ja viele Bilder schon sah. Yvonne Thunert hat mich erkannt und nachdem sie sich vorgestellt hat, kannte ich sie auch, erkannte ich sie auch wieder. Und die Alexandra Finlay, dann war da noch von Facebook Frauke, mit der ich mich gestern aus der Frankfurter Buchmesse verfasst habe. Und auch Robert Corvus habe ich leider nicht mehr geschafft, die Lesung. Und ansonsten bin ich mal durch die Hallen hier gelaufen. Ich habe zwar Fotos gemacht, die hänge ich dann an. Da ist also immer jede Menge los und es ist wirklich schöne Sachen. Der Axel Alsenhofen hat auch einen Stand und hat auch gelesen. Auch bekannt von Second Life mit Lesungen dort. Ja, ich habe den mit Thorsten Küfer Fotos gemacht. Ich hoffe, dass er mir die auch zuspielt. Ich hatte ihn auch dringend gebeten, mein Ohr zu fotografieren. Dem ist er freundlicherweise nachgekommen. Ich probiere es selber auch nochmal. Ich weiß nicht, ob man was erkennen kann, aber das hat ja nicht jeder. Ne? Und bevor ich jetzt nur noch andere Sachen erzähle. Langweile ich euch lieber nicht mehr, ob ich es morgen schaffe, nochmal zur Move-Messe. Falls ja, dann wahrscheinlich nicht mal ohne Schild und schweres Gefecht. Schauen wir mal. Ansonsten alles Gute. Ne? Alles Gute für euch und live long and prosper, ne? Und alles Gute und see you. Ja, zweiter Versuch, also ein wichtiger Nachtrag noch. Ich habe heute noch jemanden gesehen, nämlich auch von Facebook her und so weiter, schon ganz gut kenne und der auch schon mal in Second Life vor einiger Zeit auch mal das gelesen hat. Und zwar war das der Herr Professor Bohm, persönlich, also der Neidhaftige, sozusagen. Ich bin dann gleich mal dahin geeilt und habe geguckt, ob er mich auch für Handschlag begrüßt. Das hat er auch getan. Und habe ihn dann feindlicherweise gefragt, ob er seinen Vortrag, den er auf Facebook angekündigt hat, für den Buchhorn hier,
ob man den schon gehalten hatte. Und so hat er mir erklärt, ne, also, dass das Ironie war, das war nur Ironie. Man hätte es sich denken können, weil auf seinem T-Shirt stand ja auch eins seiner Lieblingsworte in letzter Zeit ganz groß. Auf dem T-Shirt stand nichts im Sinne von nichts, also nicht etwas, nichts. Hat mir erklärt, war Ironie. Ich habe ihm dann erklärt, in meinem Alter, und da ich ja nur Magisterium bin und kein Professor, würde das manchmal etwas länger dauern bei mir, bis ich das mit der Ironie realisiere. Ne? Dafür hat er dann auch Verständnis gezeigt und von daher ne, ihr wisst schon. Aber jetzt mal endgültig, ne, alles Gute und überhaupt.